an der ISM. Mein Name ist Desiree. Und mein Name ist Payam. Und heute zeigen wir euch den Frankfurter Campus hier im Renaissancehaus. Kommt mit! So, wir befinden uns jetzt vor dem Sekretariat. Das Sekretariat ist die zentrale Anlaufstelle für uns Studenten. Hier bekommen wir Informationen zu den verschiedenen Professoren, Dozenten oder Raumbelegungen. Aber nicht nur das. Sämtliche Formalitäten werden hier bearbeitet, sowie die Studienbescheinigung, die Ausgabe der Semestertickets oder auch die Ausgabe von Schlüsseln für Schließfächer. Kommt mit! Hier bekommt ihr unter anderem die Infobroschüren mit allen Informationen rund um das Studium und findet jederzeit einen persönlichen Ansprechpartner. Das hier ist das Career Center. Hier finden Beratungsgespräche statt, bei denen sich Studenten über aktuelle Stellenangebote und Praktika im In- oder Ausland informieren können. Das Career Center ist ebenfalls bei der Bearbeitung und Optimierung von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben behilflich. Darüber hinaus organisiert das Career Center Unternehmensvorträge, bei denen sich Studenten mit Vertretern von Unternehmen über aktuelle Wirtschaftsthemen austauschen können. So, hier befinden wir uns im International Office. Das International Office liegt direkt gegenüber dem Career Center. Und das International Office ist dafür zuständig, Studienplätze in den Partnerhochschulen zu suchen und zu organisieren. Die ISM hat weltweit 150 Partnerhochschulen. Jedes Semester werden die einzelnen Partnerhochschulen vorgestellt. Reicht es einem nicht aus, kann in einzelnen Gesprächen festgestellt werden, welche Präferenzen und welche Universität zusammenpassen. Ich zum Beispiel komme gerade aus Dublin, wo ich nicht nur wertvolle internationale Erfahrungen gesammelt habe, sondern auch einfach eine super schöne Zeit hatte. Wir befinden uns hier in der Bibliothek. Hier habt ihr die Möglichkeit, das vermittelte Wissen zu vertiefen und findet zu jedem Thema weiterführende Literatur. Ich halte mich hier sehr gerne auf, um Hausarbeiten zu schreiben oder mich auf Klausuren vorzubereiten. So, als grünen Abschluss stehen wir hier auf der Dachterrasse. Wie ihr seht, im Hintergrund ist die Frankfurter Skyline. Und wie ihr aussieht, haben wir heute typisches deutsches Wetter. Aber ihr könnt natürlich auch im Auslandssemester nach Spanien gehen. Ja, und das war unser Rundgang durch den Frankfurter ISM Campus. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder.